Hallo Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch. Wir sind hier immer noch in der Schule unterwegs und sind auf der Suche nach unseren Freunden. Hier sind eine ganze Menge Yo-Kai unterwegs, die mir nicht gefallen wollen, aber ich denke, die kriegen wir klein. Wir müssen uns einfach immer im Hinterkopf behalten, dass wir uns theoretisch im Erdgeschoss wieder heilen können, was sehr, sehr wichtig ist. Weil, ja, ich denke, die könnten mir noch ziemlich zusetzen. Deswegen hoffe ich... Wow, alle sind beseelt. Was ist denn los hier? Okay, okay. Illusionist. Du bist an der Reihe. Bams. Mach sie platt. Oder den einen noch, der da steht. Okay, ist auch nicht mehr nötig. Umso besser. Umso besser. Okay, mit diesen Viechern kommen wir eigentlich klar. Illusionist hat das niedrigste Level. Macht aber gar nichts. Macht aber gar nichts. Dann ist hier noch ein Raum, den wir uns ansehen wollen. Willst du mit mir spielen? Da ist die Stimme wieder. Wo kommt sie bloß her? Warte mal, ich spiele eine Aula ganz in der Nähe. Komm, wir sehen uns um. Ich will nicht. Ah, das Skelett. Okay, das Skelett. Ganz klare Sache. Ganz klare Sache. Na? Klapperika. Irgendwie mag ich dich. Hallo, Klapperika. Du liebes Bisschen, du kannst mich sehen? Klar und deutlich. Ich suche nach meinen Freunden. Hast du hier Menschen gesehen? Du meinst diese frechen aussehenden Jungen, hä? Ja. Das ist wahrscheinlich einer von ihnen. Ja. Ich glaube, sie spielt von Bär. Wenn dem so ist, ist er genau hier. Ah, genau. Bär. Das ist also der Freche, den du suchst. Also, so einfach gebe ich ihn nicht her. Was, warum nicht? Darum. Also, wenn es euch interessiert, sein Unfug hat mich ganz schön aufgewühlt. Diese Dreistigkeit, einfach so die Rippe einer Dame zu entfernen. Wenn euch das Wohlergehen eures Freundes am Herzen liegt, könnt ihr mir vielleicht diese Rippe wiederbringen, okay? Du möchtest, dass wir dir eine Rippe bringen? 1, 2! Oh, sieht aus, als fehle eine auf der rechten Seite. Bedauerlich. Aber die ganze Schule zu durchsuchen wird eine Knochenarbeit. Dadum! Verstehst du? Hebt ihr deine Knochen mit Energie für die Suche auf, ja? Außerdem weiß ich vielleicht, wo er die Rippe hingetan hat. Er meinte, er bringt die Rippe in sein Klassenzimmer. Was auch immer das ist. Wenn ihr sie mir nicht bringt, bleibt euer Freundchen schön hier. Tja, sieht so aus, als hätten wir keine andere Wahl, Johnny. Ab jetzt sind wir auf Rippensuchmission. Unappetitlich, aber notwendig. Bär und ich haben dasselbe Klassenzimmer. Wir müssen zu Raum 5-2. Ja, es ist schön, dass du das weißt, Junge. Aber ich weiß nicht genau, wo das ist. Okay, doch, es wird mir angezeigt. Halt! Halt, 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 halt. Hier kann ich auch raus. Es ist zwar nicht abgeschlossen, lässt sich jedoch nicht öffnen. Hätte ich jetzt gerne Erklärung. Hätte echt gerne Erklärung. Shit. Da hätte ich jetzt echt gerne Erklärung, warum da nicht abgeschlossen ist, du da aber nicht reinkommst. Das ist ein bisschen komisch. Okay. Labilotte, wir brauchen deine Heilungskunst. Los geht's. Bullknudel. Und dann legen die Eulenmagier los. Udini, du machst den Anfang. Hau drauf! Bavio-Tanz! Bams! Yeah! Und für den Fall der Fälle, Illusionist, mach dich auch noch bereit. Falls das nicht reicht. Doch, es reicht. Okay. Umso besser. Umso besser! 218 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, Geldsorgen habe ich jetzt auf jeden Fall keine mehr. Irgendwo... Ah, du schon wieder! Okay, komm her. Wir machen dich alle. Mistkerl. Wir machen dich einfach mal sowas vom Platt hier. Und so, beginnen wir. Hier mit der Ultisil von Baku, die nicht bereit ist. Shit. Okay, Illusionist, dann machst du den Anfang. Hau sie weg, mein Freund. Ja, war ganz guter Schaden. Und jetzt ist Baku bereit. Lass sie schlafen.
Oder zumindest den einen. Na? Ja, du pennst. Okay, nun sollst du den eigentlich klein kriegen. Denke ich mir. Er fühlt sich rastlos. Okay. 33 Schaden. 54! Baku, du bist irgendwie total stark. Ich weiß nicht warum. Deluxe-Suppe erhalten. Auch gut. So, können wir jetzt bitte diese Rippe mitnehmen? Ich hab sie. Wow, sieht aus, als hätte sie winzige Rippen. Was? Diese kleine Beobachtung behalten wir lieber für uns, ja? Was, die Rippe scheint kleine Rippen zu haben, oder was? Was wollte uns der Typ sagen? Ich weiß es nicht. Okay, Klapedika. Ich bring dir die Rippe zurück. Ich bring dir die Rippe zurück. Kommst du jetzt vielleicht mit mir mit? Das wäre ziemlich cool. Habt ihr meine Rippe mitgebracht, hä? Kannst du sie beschreiben, damit wir auch wissen, dass es deine ist? Keine Kno, Scherz. Die gehört wohl dir. Überreicht, schöne Rippe. Ich freue mich so. Sogar trotz deines schlechten Scherzes. Ich konnte davor sorgen, dass ich die Rippe nicht mehr finde und nichts essen. Essen? Aber geht Essen nicht einfach irgendwie durch dich durch? Mach dir keine Gedanken darum. Natürlich, entschuldige. Jetzt gebe ich dir deinen Freund zurück, wie ich es versprochen habe. Okay, danke. Nehme ich an. Was geht? Moment, was mache ich hier? Geh einfach raus hier, okay? Oh Mann, habe ich etwas Feuerwerk gepasst? Ich muss rauf aufs Dach. Ja, am besten verschwindest du einfach nur. Es ist schön, einen Freund zur Hilfe zu haben, wenn man machtlos ist, hä? Oder wenn man in einer Kiste eingesperrt ist. Ich wünschte, ich hätte auch einen Freund wie dich. Ich bin hier immer allein. Da wird es oft ziemlich einsam. Wenn das so ist, warum werden wir dann nicht einfach Freunde? Was, wirklich? Aber klar doch. Lass uns beste Freunde sein, für immer! Yeah! Klapedika, wie geil! Wie geil! Klapperika! Klapperika, ja meinetwegen. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Ich würde mal interessieren, was du für einen Rang hast, meine Liebe. Sag mir einfach Bescheid. Wenn du abhängen willst, komme ich angeschwebt. Wir werden für immer beste Freunde sein. Das habe ich in den Knochen. Das freut mich. Siehst du, nicht mal sie konnte einem Skelettscherz widerstehen. Tja schon, diese Freundschaft habe ich wirklich nicht kommen sehen. Bier ist wahrscheinlich schon auf dem Dach. Lass uns die anderen suchen. Ja, dann los. Jetzt ist diese Tür da aufgegangen. Also werde ich die noch nicht benutzen. Ich würde mir gerne Klapedika ansehen. C-Rang. Gegnerische Beseelung ohne Wirkung. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Wäre echt auch nicht schlecht. Habe ich denn jetzt hier alles gesehen? Hier hinten zum Beispiel. Ah, da ist ein Item. Amulett des Gewitters. Ich meine, ich könnte ja auch jetzt schon hier... Nee, Treppen hochgehen könnte ich nicht. Finde ich gut, dann gibt es ja nur einen Weg, den wir gehen können. Und den gehen wir jetzt. So mag ich das. So mag ich das. Noch so ein Vieh, komm her! Komm her! Shit. Okay, Ultisil von Vincicado. Mach halt unsere Viecher ein bisschen schneller. Das wäre bestimmt nicht verkehrt. Aber warum kann Vincicado nicht mehr angreifen? Das ist ziemlich scheiße, ist das. Ernsthaft, das stört mich. Es war so stark. Naja, man kann nicht alles haben, nicht wahr? Konzentriert euch mal hier auf Seismo zuerst. Der ist als erstes down. So, jetzt nämlich. Dann um Goruma. Der macht das auch nicht mehr lange. Komm schon. Greift ihn an. Wunderschön. Und zum Schluss noch das Vieh. Wenn ihr zusammen angreift, ist das kein Problem. Ja, ganz besonders nicht, wenn Nincicado angreift. Nincicado ist ultra stark, verdammt. Einfacher Armreif. Ja, das ist schön. Okay, okay, okay. Suchen wir wieder jedes Klassenzimmer ab. Hier werden wir ganz bestimmt wieder angesprungen. Nicht?
Ärmel hoch. Ja, immer dieser Rotz hier. Okay, hier werden wir nicht angesprungen, meinetwegen. Dann das nächste Klassenzimmer. Oh, wie lange war ich nicht mehr in einer Schule? Mein Gott. Ich habe nichts dagegen, dass ich nicht mehr in einer Schule bin, aber trotzdem. Ist doch wahr. Ist hier drin was außer du? Nee, deswegen hau mir die aufs Maul. Ganz klare Sache. Und wir machen das am besten... Ja komm, das sollte so hinhauen. Shibanias Attacke ist bald voll, beziehungsweise sein Ulti-Seal. Und das ist jetzt der Fall. So, mach dich bereit, Shibanian. Sind zwar, wie gesagt, alle schwache Gegner. Aber das finde ich gut. Ich habe Angst vor eventuell einem Bosskampf, der kommen könnte. Aber ich denke, der Bosskampf wird kurz nach dem Heilauge kommen, das wir gesehen haben. Müsste so sein, dass das nichts anderes als Spielfairness ist, wenn man sich heilen und speichern kann vor dem kommenden Bosskampf. Ja, das muss so sein, versteht ihr? Gehst du raus? Idiot. Hier kommt man nicht durch, das ist gut. Und dann bist du an der Reihe, komm her! Keine Gnade! Okay, Shibanian. Diesmal machst du aber eine haufenweise Damage, okay? Das fände ich cool. Warum will eigentlich niemand mitkommen von euch Newton? Ich denke, ich hau mal einen Kaugummi hin. So, hier, zack. Nimm den Kaugummi! Ich hab dir doch einen Kaugummi gegeben. Hä? Ja, jetzt kommt der Kaugummi. Hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Tötet den zuerst. Gut, spielt keine Rolle. Beide sind quasi kaputt. Hau drauf! Irgendjemand! Nein! Daneben. Ha! Und Inzicado klärt. Sehr schön. 215 Erfahrungspunkte. Gut. Und? Ja, ist ja gut. Der Kaugummi dürfte nicht allzu viel bringen als... Freundschaftsbeweis, ich geb's ja zu. Shit. Kann ich jetzt auch nach unten? Wie gesagt, ich möchte mir alles ansehen. Alles, versteht ihr? Deswegen gehe ich auch alle. Doppelmann! Was ist das denn für ein schlechter Witz? Ist das ein Doppelmöter? Ist ja wirklich ein schlechter Scherz, oder wie? Ich meine, er sieht nicht mehr ganz so bescheuert aus, aber fast so sehr bescheuert. Fast so sehr bescheuert. Los. Denke, besieg mal zuerst den hier. Dann hole ich mir das Irrlicht. Nein! Scheiße. Jetzt habe ich den falschen bepinnt. Macht aber nichts, dann macht er halt zuerst diesen Doppelmann fertig. Doppelmann, ja. Und dann dieses Vier-Augen-Vieh. Los, Baku ist beseelt, aber ich habe keinen Bock, es zu reinigen. Weil diese drei hier kriegen es auch hin. Wunderbar. Das sind alles Erfahrungspunkte, die wir aber sowas von gebrauchen können. Deswegen habe ich eigentlich nichts gegen diese Kämpfe. Gut, gegen... Ja gut, du gehst mir jetzt im Moment noch auf den Sack. Sehen wir uns hier drin um. Dann kämpft ihr gegen dich. Dich haben wir doch auch schon, du bist eben dieses Sushi-Vieh. Ja, das Sushi-Vieh, genau so heißt du. Ulti-Seal, Baku. Zack. Und zack. Und zack. Lass sie schlafen. Baku ist echt super cool. Okay, Shibanian. Wir brauchen deine Tatzen des Zorns. Und zwar unbedingt. Los. Hau drauf. Ja, sieht gut aus. Mach zuerst den hier kaputt hier. Der macht mir ein bisschen Angst. Dankeschön. Und zum Schluss noch der. Danke. Wunderbar. Immer wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Wir leveln eigentlich gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. So, dieses Zimmer wäre geklärt. Hier unten dürfte es eigentlich nicht wirklich viel geben, oder?
Theoretisch. Ist bestimmt nur ein Item, wenn überhaupt. Ja, da ist das Item. Gib her. Hermes-Emblem. So, Rotz kann ich doch nicht. Oder ich will es nicht gebrauchen, sagen wir es so. Warum ist hier so ein Strich auf der Karte? Ich weiß es nicht. Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall haben wir unten jetzt alles abgegrast. Außer diesen Yokai da vorne, den wir jetzt auch noch kurz platt machen. Und dann haben wir dieses Stockwerk definitiv gereinigt. Ja. Mach zuerst diesen Vierseher klein, bitte. Ja. Wir sollten uns wirklich zuerst auf einen konzentrieren, damit einer möglichst schnell weg ist und dann, ne, ihr wisst schon. Shit! Baku! Baku, reinigen! Schnell! Chibanyan? Ich habe eigentlich was anderes markiert. Warum greifst du nicht den an? Ein bisschen... Udini! Nein! Udini heilen, schnell! Ah komm, Currybrötchen, das reicht. Für Udini. So. Wunderbar. Und noch den. Bams. Er lebt immer noch. Jetzt aber nicht mehr. Klasse gemacht, Jungs. Und fast alle Ulti-Seelen sind wieder voll. So mag ich das. Okay, 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 okay. Okay, Leute, ich denke, wir haben dieses... Oh, da ist noch ein Yokai. Macht aber nichts. Ich denke, wir haben dieses Stockwerk nun definitiv abgeschlossen. Und als nächstes können wir noch weiter hoch. Das sehen wir. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's für heute mit Yokai Watch. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!